Ja Leute, heute also drei Snack-Ideen. Den Anfang macht Horenzo, dafür braucht ihr ja Blattspinat, den ihr gut ausdrückt, außerdem eine Mischung aus Sojasauce und Reisessig, 40 Gramm Erdnussmus oder Tahin und 5 Gramm Sesamkörner. Zuerst rühren wir erstmal die Soße an, dazu das Erdnussmus in die Sojasauce-Reisessig-Mischung. Dann könnt ihr euch die Sesamkörner beiseite nehmen und kurz in der Pfanne anrösten, damit ihr ihren Geschmack komplett entfalten könnt. Den einen Teil, den größten Teil, macht ihr jetzt zu der Soße dazu, rührt das nochmal gut unter. Und dann kann das Ganze eigentlich schon in den Spinat hineingerührt werden. So, letzten Endes dann noch die restlichen Sesamkörner drunter und dann könnt ihr euch das schmecken lassen. Als zweites habe ich mir was ganz Simples überlegt. Dafür braucht ihr Basilikumblätter, Cherrytomaten oder vielleicht sogar größere Tomaten, ein paar Oliven und Balsamico. Beginnen wir erstmal damit, dass wir uns ein Brett holen und auf dem schneiden wir die Tomaten in Hälften. Wenn ihr die dann halbiert habt, könnt ihr euch einen Löffel zur Seite nehmen und die einfach ja, entkernen, denn wir brauchen nur die hohle Tomate. Jetzt widmen wir uns dem Basilikum. Den nehmt ihr euch jetzt, schneidet ihn klein und dann kommt er in die Tomatenhälften hinein. Ihr könnt wirklich auch größere Tomaten nehmen, dann funktioniert das Ganze noch ein bisschen besser. Außerdem werden die jetzt mit den Oliven gespickt. Und dann kommt einfach der Balsamico auf die Olive oder in die Olive in die Löcher hinein und schon ist der leckere Snack fertig. Dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer drüber, um das Ganze abzurunden. Das dritte ist etwas, das gibt es gerade bei mir einfach täglich, und zwar Pommes. Und zwar so richtig knusprig. Dafür braucht ihr ja Kartoffeln, so 7,5 Milliliter Olivenöl. Maisgrieß ist die geheime Zutat, die ihr dafür verwendet. Und ja, Gewürze, ich habe jetzt Salz mit Chili und ein paar Kräuter. Erstmal die Kartoffeln schälen und klein schneiden. Ich habe die hier in Streifen geschnitten, ihr könnt das natürlich auch einfach vierteln. Und dann kocht ihr die ja, für 4 Minuten einfach kurz im Wasser auf. Ja, dann abgießen und kurz stehen lassen, das ist ganz wichtig. So lange könnt ihr den Ofen schon mal auf Umluft schalten. Das Ganze wird bei 200 Grad gebacken. Und jetzt kommt der Maisgrieß zum Einsatz. Ich nehme hier immer so 2 Esslöffel, das entspricht 15 Gramm. Pommes in eine Schüssel rein und das Olivenöl dazu. Wie gesagt, 7,5 Milliliter reichen da vollkommen aus. Dann Maisgrieß und Gewürze dazu und einmal unterrühren. Und anschließend alles auf einem Backblech mit Backpapier auslegen. Hier richtig gut verteilen, damit die auch gut rösten können. Und dann ab in den Ofen.
Nach 25 bis 30 Minuten sollten die guten Dinge eigentlich fertig sein. Ihr könnt die dazwischen auch mal wenden. Aber bei mir klappt es eigentlich immer auch ohne ganz gut. Wie ihr seht, die werden so richtig, richtig knusprig. Eine super tolle Beilage oder natürlich auch ein Snack für zwischendurch, den man sich gerne mal gönnen kann. Und ja, um das Ganze nicht nur mit Ketchup anzureichen, lege ich mir da immer noch ein bisschen Pesto dazu. Das schmeckt auch extrem gut. Viel Spaß beim Nachmachen.